möchte ich, Kleber, heute möchte ich für diese Schokoeichen eine kleine Verpackung machen. Und zwar brauche ich 21 kleine Verpackungen und in jede will ich dann so ein paar Eichen reintun. Die kennen wir ja sicher alle. Ist nur Schokolade. Und ich habe da 21 Kinderchen, die freuen sich bestimmt darüber. Dafür habe ich schon meinen Prägestift und mache ich heute auch wieder mit meinem Prägeboard. Diesmal mit dem Koffer und der Schablone hier. Noch ein bisschen mit ins Bild. Gut. Und zwar habe ich mir hier so eine schöne Packung ausgesucht. Die kann man dann noch zumachen. Na gut, das ist ein Herz, ne? Ob ich das dann nehme, weiß ich noch nicht. Ich glaube fast nicht. Weil es ist ja schließlich Ostern, ne? Obwohl, ich muss ja nicht das Herz dran machen, ne? Hier habe ich ja auch andere. Hier habe ich so einen Schmetterling. Hier habe ich ein Blümchen. Und ja, das ist die eine Hälfte vom Schmetterling, da die andere. Und der Blümchen, das wird ja zweimal gleich gemacht. Könnte ich genauso gut da dran setzen. Also damit habe ich echt viele Möglichkeiten. Ich kann den Rotz auch weglassen, ne? Aber jetzt will ich schon erstmal gucken. Ja, das ist. Geht das so? Ne, das geht was knapp, ne? Ajo. Dann machen wir es so. Fazit: Ich muss das erstmal. Ja, ich habe mir heute einen anderen Prägestift rausgeholt, weil der rutscht besser. Der rutscht echt besser drüber. Das ist so eine Metallkugel. Die Originalstifte haben eine Plastikkugel. Und die sind bei mir halt schon ziemlich ausgenudelt, ne? Sind die echt, weil ich habe das schon so oft benutzt. Seht ihr, ich habe die Kante hier oben angelegt. Und dadurch habe ich dann überhaupt keine Probleme, das auch immer hochzuziehen. Um mal zu gucken, wo ich bin. Jo, da bin ich noch im Lot. Zack. Ne, da geht nämlich weiter. Da muss das irgendwo da jetzt um die Ecke gehen. Da. Da ist auch so ein. Jo. Wo ist denn jetzt der Weitergang? Ah, da. Ja, ich habe ihn. Wo ist das? Ja, der Karton, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Hab ich jetzt nicht genug aufgepasst? Der reißt auch schnell, ne? Das ist halt so. Wo geht denn jetzt runter? Ne? Ah, hier. Ja, und da an der Seite. Und so rum. So, und jetzt muss hier unten noch der Boden kommen. Der ist hier. Jo, und ich denke, da habe ich das. Ja, und ich glaube, ich mache das ohne Öhrchen. So, da kommt der weg. Jetzt riecht das Ganze rum und da kann man schon mal sehen. Ja, ist ja ganz gut geworden, ne? Jetzt wird ausgeschnitten.
Also ich kann den Koffer echt empfehlen. Und da gibt es so viele schöne Zusatzboards. Ich finde den klasse. Klar, es ist eine Menge Geld erstmal. Logisch. Aber bei mir hat das sich echt schon bezahlt gemacht. Und ja, eine Stanzmaschine, das geht einfacher, das geht schneller. Aber habe ich ja auch, ne, so ist es nicht. Da habe ich auch Boxenschablonen mittlerweile für. Noch nicht viele, aber ein paar. Aber ich mache trotzdem zwischendurch immer noch gern damit. Und ich habe auch andere normale so Laserschablonen, nennt man sie ja. Die habe ich auch. Das finde ich auch schön. Ab und an mache ich sowas. Da mache ich auch schon mal Verpackungen auf Vorrat. Die kann man ja immer noch mal nehmen, ne? So, du kommst weg. Ja, hier habe ich natürlich wieder nicht gerade die Schnitten, ist ja klar. Da kann man sich dann auswählen, ob man die eine mitmacht oder nicht. So. Ja, jetzt sind sie viel abschneiden, sonst haben wir das Malheur, ne? Ich bin ja auch was schief gekommen. Jut. Für die Äckelchen nehme ich besser die. Kann man sehen, wie ich die schneide. Dann schneide ich die Wölbung weg. Auch außenrum ziemlich. Dann passt es besser. Weil das wird ja noch geboren, ne? Da ist auch nicht schön. Böse, böse. Und hier können wir noch was nachschneiden. So. Dann wird ein bisschen geboren. Dann muss man das nur noch zusammenkleben. Und dann kann man das ineinander falten. Und hier mache ich was drauf. So, da kleben wir das jetzt erstmal zusammen. Der ist geil. Den nutze ich unwahrscheinlich gern mittlerweile. Eben weil er die tolle flache Seite hat. Ja, Mann, ey. Alter Schwede. Ist jetzt bald fertig. Ja. Ja, ein bisschen viel. Ja.
Und einmal so und einmal so. Jetzt muss ich mir dafür noch was überlegen für drauf. Dann habe ich ein Blümchen. Obwohl, nee, also echt. Blümchen habe ich einfacher, ne? Ja, ich nehme die Blümchen. Das geht einfacher. Jawohl, und dann nehme ich hier so ein Reststück. Rein mit dir. Also mit die Seite oder die? Also hoch, ne? Na komm, machen wir die. Oh, so süß. Jetzt brauche ich noch ja. Jetzt brauche ich noch den Stanzer, den ich eben weggeräumt habe. Moment, den hole ich mal. So, und da bin ich auch schon wieder. Ist auch wieder so ein irgendwas, wo irgendwas drauf mal war. Wäre ja schön, wenn ich das irgendwie da dran festmachen könnte, ne? Das wäre ja schon toll. Und wenn das dann zuhalten wird, dann wäre das noch besser. Ach, das ist mal unreal. Das mache ich damit. Ganz ehrlich, die Kinder schreißen nicht eh auf. Und ratzifatzi ist es weg. Wie lange das Ding lebt, weiß ich nicht. Das war jetzt intelligent. Ich hätte vielleicht heute Schokolade reintun sollen. Naja, gut, das ist der Prototyp, ne? Prototypen brauchen wir nicht. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo habe ich jo, die habe ich nicht mehr hier. Das ist natürlich auch toll. Okay. Die hier noch. Ah, ey. Da ist schon der Verschluss kaputt gebrochen. Ich finde das zu doof. So richtig, richtig doof. Dann nehme ich da. Ah, da. Oh. Wenn wir die auch noch da raus bekämen, dann wäre es gut, ne? Nee, da muss ich mir was anderes hier einfallen lassen. Die Büchse ist blöd. Ey. Ja, jetzt bin ich drüber geschmiert. Naja, wie ihr sagt, Prototyp, das ist ideal, ne?
Gut, jetzt muss das eigentlich trocken. Und ohne zu verschmieren. Boah, ey, alter Schwede. Das war echt schlimm. Wie viel? Oh Mann. Ja. Hier ein bisschen Kleber drauf. Das ist gut. Ein paar Kringelchen drauf. Der größte Teil sind keine Christen, ne? Die können. Muslime, Orthodoxe, Zeugen Jehova und frag mich was. Also ist anders. Von daher muss es nicht ganz österlich sein. Man kann natürlich auch schöne Sticker nehmen. Aber wie gesagt, das ist jetzt der Prototyp. Und da ist jetzt nur grob. Und das reicht mal. Da gehen natürlich mehr als drei Eichen rein. Man könnte also ja noch irgendwelche Bändchen mit dran kleben. Ja. Und so nicht Fummels noch mit dran machen, dann passt. Ne? Und wie gesagt, so ein Board. Bisschen Stanze. Und fertig ist die Schicht. Man könnte jetzt noch ein Washi-Tape oder sonst was. Oder wenn man einfarbigen Karton nimmt. Das ist eigentlich auch noch die Idee. Und dann so ein Osterbändchen. Ja. Kann man auch. Oder sonstige Schleifchen drumherum. Ja. Osterverpackung. Eine süße kleine Fischoko-Eischi. Ja, ich habe hier noch Schokoeier, von daher, die ist gut, ne? Okay, das war's dann für heute. Ich wünsche euch was.